Waren Sie beim Frauenarzt? Sie müssen die Pille nehmen, wenn Sie keine mehr wollen. Mein Mann will das nicht. Aber das kann doch nicht wahr sein. Unmöglich, sowas. Wir leben im 21. Jahrhundert. Sie ist ein einfaches Mädchen. Couragiert, intelligent, sympathisch. Alle kennen sie und alle mögen sie. Und sie ist hübsch. Ich vertraue darauf, dass du sie überzeugst. Man hat mich beauftragt, einen Kandidaten für die Kommunalwahlen zu finden. Und ich habe an dich gedacht. Frankreich braucht Frauen wie dich und Agnès. Es sind die Frauen, die die Welt verändern werden. Das ist super. Ich würde keine Sekunde zögern. Wie soll ich das denn machen? Mit der Arbeit, den Kindern, meinem Vater. Ich werde immer deine Tochter sein. Aber ich werde nie der Vater einer Faschistin sein. Regel Nummer 1. Wenn eine Tür aufgeht, werdet ihr lächeln. Der Kampf findet auch im Internet statt, in den sozialen Netzwerken. Wir müssen überall präsent sein. Durchkämmt jede Straße, jede Gasse, jedes Viertel. Guten Abend. Ich werde sie dressieren. Für die Fotos solltest du dir die Haare etwas aufhellen. Was willst du denn mit diesen Leuten? Verdammt! Das sind wir, das bin ich, Nathalie, die Hälfte meiner Patienten, vielleicht mehr. Das ist das Volk. Du bist eine Marionette. Hey, was machst du da? Verschwinde! Geh wieder zu dir nach Hause. Du hast hier nichts zu suchen. Frankreichs Werte sind nicht die des Islam. Und deshalb stehen wir aufrecht zum Kampf bereit, damit die Republik sich niemals in ein Kalifat verwandelt. Mit Religion meinen Sie nur den Islam? Ich verstehe Sie nicht. Seit wir uns kennen, wissen Sie, dass ich keine Rassistin bin. Müssen wir uns für alle Terroristen entschuldigen und den Blick senken?